Ja, hallo zusammen Leute. Willkommen zu diesem Video. Es wurde gewünscht, ein Probefahrtsvideo vom Auto hier. Also ich habe es gerade in den Kommentaren gelesen. Das ist an dem Tag, wo ich Teil 6 released habe, ist einer in die Kommentare geschrieben. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann kann ich euch mal so zeigen, was das Sache ist. Und zwar, komm, hast du es eigentlich schon gesehen? Was denn? Dass im Kombi-Instrument jetzt angezeigt wird, wie weit ich mit der PDC entfernt werde durch das Radio. Warte, ich dreh mal hier auf. Entschuldigung. Nicht schlimm. So. Achtung. Dann jetzt hier ran. Ja. Mal sehen. Und der Piep. Ah, jetzt. Voll genial, oder? Mhm. Das ist so cool, ey. Ich feier das. So, wir fahren jetzt ein Stück. Und dann, ja, quatschen wir ein bisschen. Kannst du mal, also man sieht jetzt, also erfahren tut er an sich ganz gut. Ne? Wir fahren jetzt gleich hier 30, weil wir gucken hier, den Tempomat anmachen. Ja. Also wir fahren gerade und ihr seht, das Lenkrad ist schief. Das ist das Einzige, was jetzt noch das Problem ist. Und jetzt zeige ich euch gleich, wenn wir mal lenken, also wenn wir wirklich einschlagen müssen, was das Problem mit der Lenkstange ist, was ich erwähnt habe. So, Fahrschule. Das war aber der Fahrlehrer, das war kein Fahrschüler. Ja, ich glaube, der Fahrschüler hätte es nicht so getraut. Der hätte es nicht getraut, ne. So, wir fahren jetzt einfach mal hier in die Straße. Was ist das hier? Keine Ahnung, ich klasse jetzt hier. So. Wir drehen jetzt einfach mal hier. So. Und jetzt habe ich hier diesen Punkt. Hier. Da geht es schwer. Und dann wird es wieder leichter und wieder schwer. Das ist halt nur an dieser Stelle. Das ist halt ganz komisch. Wenn man jetzt zum Beispiel gleich, das zeige ich euch gleich, eine Kurve fährt, dann kommt er auch nicht zurück, wenn man jetzt eine schärfere Kurve fährt. Machen wir jetzt mal. Also wie man es sonst gewohnt ist. Du lenkst genau, ein, also das Lenkrad leicht los und es dreht selbst wieder zurück. Ja, das Oblig, also die Amis Self-Steering, ne? Ja. Halt, wenn man... Ja, kommt hier noch ein, was ist das? So. Ja, die Klappe. Hier ist rechts vor links, also der darf da fahren. Viele kennen das nicht. Ja, so, also du bist halt auf das Lenkrad, wenn ich jetzt hier die Kurve fahre. So. Und dann jetzt loslassen würde. Guck, jetzt fahre ich quasi gegen den Bordstein gerade. Also das ist sehr, ja, ich sag mal gewöhnungsbedürftig. Das ist halt nur diese Stelle, wo wir sehr wahrscheinlich diese Lenkstange verbogen haben. Der Rest ist okay. Wenn ich jetzt bremse, Achtung. Der ist gerade, also der bleibt auch gerade. Der Rest ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Einzige ist halt, dass man sich an diese Schwergängigkeit in der Lenkung an der Stelle gewöhnen muss. Ich muss mal nachgucken, was das genau ist, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Oh, guck mal, der sieht aus wie der Dings, ne? Kennst du irgendwo, ne? So, ja, dann fahren wir mal ein bisschen schnellere Strecke, würde ich sagen. Weil hier kann ja die V8 Power auch, dass der fährt, dass der wieder ganz normal funktioniert, ne? Oh, hi! Wurde jetzt sogar geguckt, hast du gesehen? Ich wollte mit ins Video. Ja, ich wollte mit ins Video. So, Sportmodus oder was? Weil gleich 70 und dann ist, glaube ich, frei vorne. Natürlich sind das 70. Oh. Wir fahren natürlich nicht durch den Dreck. Wir sind jetzt in England. Kommen wir da vorbei an dem? Da kommt nichts, ne? Klar, ja. Zieht euch. Wir fahren einfach die ganze Zeit längs hier. So. Engländer, ne? Ja, dann gleich kommt das Freistück. Wir haben nochmal einen kleinen Ort hier. Ich kriege bestimmt wieder den übelsten Hate wegen der Aktion jetzt gerade, weil wir Engländer sind. Ja, hallo, man muss doch aufpassen, dass das Auto nicht dreckig wird, ja? Weil wir meckern ja immer, dass mein Auto immer dreckig wird. So. Ich müsste jetzt gleich frei sein, ne? Schätze ich mal. So, jetzt guck mal bitte nach hinten.
Guck mal bitte nach hinten. Ich lasse jetzt gerade im Gang rollen. Das ist der Effekt, der passiert, wenn ich im Gang rollen lasse und wieder Gas gebe. Das ist das Einzige, wo der qualmt. Achtung! Qualmwolke jetzt! Okay, doch nicht so schlimm. Wir machen es nochmal, Ich glaube, ich muss ein bisschen selber schalten. Ich bin jetzt gerade im zweiten runter. Achtung, wir rollen immer noch. Und Gas. Es geht, ne? Ja, es geht gerade. Also es war definitiv mehr die letzten Tage. Ich weiß nicht mehr, wo wir hier sind. Ja? Ich auch nicht. Wir fahren einfach mal weiter, weil da vorne kommt Feld und das ist gut. Warte, nochmal zurück. Ich habe nur ein X gesehen. Aber ja, XR3i. Das Cabrio ist mir schon aufgefallen. Und dann, weil XR3i, guck, gab es nur als Cabrio. Mhm. Das ist, also der ist natürlich übel runtergerockt, ne? Diese, schade drum, aber ja. Die Rückleuchten sind voll hässlich, ne? Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist eins meiner liebsten Ford Escort Modelle, die es gab. Außer der davor, ne? Der MK2 oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Doch, der MK2 ist auch noch richtig geil. Muss man auch mal sagen, ne? Also Respekt. So. Warte, jetzt kann man das hören? Warte. Ja, doch, jetzt hier. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Das war das Klappern, was wir noch haben. Was ja immer noch ist, habe ich ja von vornherein gesagt. So, ready? Mhm. Stopp! Ja, du warst unter 7,794, aber ich habe zu spät gedrückt. Als ob! Ja, wir sind bei 8,04 stehen geblieben, aber es war 7,94. Also die 7 steht vorhin, das ist okay für ein Auto, was 327.291 Kilometer runter hat. Das lassen wir so stehen. Ne? Also knapp unter 7, unter 8. Ist okay. Ja, gute Zeit. Kann man mit arbeiten. Haben wir noch was, was wir vergessen haben zu erzählen beim Auto? Ja, ich würde sagen, Nebellicht prüfen. Ja, ich würde sagen, da habt ihr es. Das ist eure Probefahrt hier mit dem Auto. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass das Öl nicht mehr so schlimm ist. Ja. Scheiße, das kann ich nicht machen, Alter. Ja. Wollte schon sagen, hier. Nach der Kuppe. Hm? So, jetzt geben wir uns was zu trinken, was zu futtern holen. Und dann wird angefangen, weil dann kommt nämlich noch ein geiles Video für euch. Wir haben übrigens zwei verdammt geile Kisten vor uns fahren. Zeig mal die geilen Kästen, ne? Oh, das muss ich piepen jetzt, toll. Da weißt du, was er ist. Ah, da kommt ein Pieper. Da kommt der Pieper. Wir müssen das, ich will das jetzt hervorrufen mit dem, oh, was hört? Fahren jetzt den Berg hier hoch. Ich will das jetzt, normalerweise qualmt der. Vielleicht ist es gefixt, wer weiß. Wir rollen jetzt bergab. Ich gehe jetzt den zweiten Gang runter. Guck hier, zweiter Gang. Die Verbrauchsanzeige geht auf null. Das ist das wurde jetzt quasi wirklich nur im Rollt. Der rollt jetzt nur. So, jetzt guck mal, ich lasse ihn noch weiter rollen. Ich lasse ihn einfach weiter rollen. Ich versuche die Kamera irgendwie stabil zu halten. Ja. So, jetzt. Ich reiche, wenn ich nur ein bisschen Gas gebe. Achtung. Ja, da haben wir noch den Knall. Da war die Wolke. So. Bleibt doch schön stehen. Ja. Steht immer noch. Das ist das Einzige, wo der raucht. Wenn ich so ganz normal in D hier fahre und jetzt Gas gebe, Achtung, jetzt muss ich nur kurz warten hier. So, ich gebe jetzt ganz normal Gas hier. Fast Vollgas, also kein Kickdown, aber fast Vollgas. Da passiert gar nichts. Das ist wirklich nur, wenn der im Gang rollt. Nur dann passiert das. So. Jetzt wieder nach vorne. So, da ich ja geizig bin, müssen wir auf Gas machen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Wurde ja gewünscht, also danke an den Kommentar. Und ich hoffe, ihr findet auch, dass ich das Auto hier erhalten soll und nicht schlachten oder abschieben, verkaufen, was auch immer. Ja, ich habe Spaß daran und ich hoffe, ihr auch und Robert auch. Ne? Sag Hallo, Robert. Hallo.
In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und fleißig kommentieren, abonnieren und den Like-Button nicht vergessen. Vielleicht schaffen wir die 150 Likes. Hm? Ja, haut rein.